Was ist das nur? Ich weiß jetzt ehrlich nicht. Als ob sich da hinter uns ständig irgendwas hinlegt. Hört sich so an. Ja. Seid mal ruhig. Ey, das macht mir Angst. Das macht dir richtig Angst, obwohl ich nichts sehe. Erstmal mit Nachtsicht alles gucken. Ja, mach ich jetzt auch mal. Uah, ist das hell. Ja, ja. Aber oh, hier ist ja nichts. Ist echt nichts. Kennt ihr mal eine gute Gruselgeschichte? Nee. Keine. Es gibt ja so Urban Legends für, ich weiß, Private, du hältst sie für Schwachsinn. Aber, die sind trotzdem ganz gruselig zu erzählen und manche wurden echt von mehreren schon erlebt. Ich könnte mal eine erzählen jetzt zur Gruselgeschichte Atmosphäre. Ja, so. Was ist das denn? Dass die Entwickler. Ey, schon wieder. Dass die Entwickler so. Ey, wer macht das? Dass die Entwickler so gruseligere Sachen eingebaut haben. In das Spiel. Es gibt so eine Geschichte. Ja. Ja, das hast okay. Du jetzt, ne? Nein. Ey, bleib mal da sitzen. Ja. Ich wollte jetzt was näher. Ja. Naja. Gut, es gibt die, die Legende, dass, auf Nachtservern, ne, wo, was ist das? Okay, jetzt noch davon nicht ablenken lassen. Dass es halt auf manchen Servern nachts so eine Art Orb gibt. Orbs sind halt so kleine leuchtende Punkte, ne? Mhm. Und oder ah nee, das war eine andere Geschichte. Die Geschichte, ich meine, die ist nachts, dass es so ein kleines Tier gibt. Das hat so zwei kleine Augen. Ist an sich wie so ein Hase von der Größe her, ne? Mhm. Aber ist halt kein Hase. Jedenfalls, das sieht man nachts vielleicht sehr selten, aber es könnte vorkommen. Und dann sieht man so zwei kleine Augen, vielleicht auch nicht. Jedenfalls erkennt man das, indem das Herz anfängt zu pochen. Und das wird dann halt immer stärker und pocht und pocht und pocht. Und irgendwann soll es wohl so einen Sound abspielen, so I see you oder irgendwie so ähnlich. Und kann man auch theoretisch nachgucken in der Sie-Sachen. Theoretisch, oder? Ja. Warum hat das denn keiner mal gemacht? Oder generell halt die ganzen Typen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist natürlich nur so eine Legende, das wird wahrscheinlich nicht stimmen. Ja, und dann stirbst du halt irgendwann. Einfach so. Da voll behindert. Ich glaube, die gruseligste Geschichte, die ich gehört habe, war, kennt ihr Skalistia Island oder so? Das ist Skalistia Island. Das ist direkt am Südosten. Das ist so eine eigenständige Insel. Ich guck mal auf die Karte. Größer. Und ja, Skalistia, ja. Ja, so ein Typ hatte erzählt, der ist da hingefahren, der hat ein Boot gefunden und wollte das unbedingt mal erkunden, weil da wahrscheinlich noch keiner war und frische Sachen da liegen. Und er ist dann eine Runde durch den Wald gegangen und hat dann gemerkt, irgendwann hat sich, ja, es kam so ein etwas grüner Nebel auf. Und das hat ihn halt schon ein bisschen Angst eingejagt, aber okay, dann ist er weitergegangen und der Sound von dem Wind im Wald hat sich irgendwie geändert. Der war nicht mehr so, wie soll man sagen, nicht mehr so, wie er jetzt zum Beispiel ist, ne? Mhm. Und er ist halt weitergegangen, hat dann so eine Blockhütte gesehen, so ein, kennt man diese braunen Blockhütten da. Da ist halt reingegangen und, hat gehört, wie draußen ihm ganz viele Zombies gefolgt sind, ne? Das hört man ja, ne? Und da hat er mal kurz rausgeguckt und sieht dann, auf einmal, wie alle Zombies tot vor dem Haus liegen, ne? Mhm. Und hat er sich gewundert, was soll denn das jetzt und so? Halt in das Haus rein und in dem Haus hinten drin hat er ein, also wie soll man sagen, so ein Loch gesehen, so ein Loch mit einer Leiter, die runtergeführt ist. Ja. Oder hat, ne? Hat er halt so hingeguckt und hat so runtergeguckt und dann hat er gesehen, wie einer hochkam. Und das meinte er, ich denke, das war ein Zombie, der hochkam, jedenfalls war das schon ziemlich komisch. Weil er vorher so eine Stimme gehört hat, die hat so gesagt, get out here, oder get out of here, irgendwie sowas, ne? Oder, oder, nee, was war's, help me, oder so. Ich verwechsel so viele Geschichten, jedenfalls hat er halt irgendwas gesagt, und dann kommt der Typ so hoch aus der Leiter, guckt ihn so an, und auf einmal stirbt er, oder fällt in Ohnmacht, ne?
Und dann hat er nur noch so ein weißes Gesicht vor ihm gesehen, was immer näher gekommen ist, wie so ein Zombie-blutüberströmtes Gesicht, was halt näher gekommen ist. Und da war er irgendwann tot. Und dann hat er noch gehört, wie es gesagt hat, thank you. Und dann war er halt tot. Das war voll heftig. Ich kann das nicht so gut wiedergeben. Das war halt so eine englische Geschichte, hat so ein Typ geschrieben. Ja. Und was ist dieser Scheiß-Sound, der sich ständig hinter uns abspielt? Ja, ich glaube mal, das ist Irgendein Bug. das Lagerfeuer mit. Naja, trotzdem Oder ist atmosphärisch es hier. dieser Frosch, der die ganze Zeit herumhüpft oder so? Ein Frosch, Alter, was laberst du? Nee, ja, was ich was das Ding ist. Oder irgendein Hase. Oh nein. Oder so. Naja. Wow. Was denn? Ich hab gerade gehört. Was denn? Irgend so ein Geräusch. So wie so ein Hinlegen oder was? Ich weiß nicht, ja, so eine Art, wie als ob da sich irgendwas bewegt. Schon wieder. Ja, das haben wir doch auch ständig die ganze Zeit, das machen wir doch. Ja, ich war die ganze Zeit auf dem Desktop, deswegen. Ach so. Alter. Das haben wir die ganze Zeit. Ist schon geil mit dem Auto da so, ne? Oh Da, ja. schon wieder. Gut, ich beende jetzt nochmal die Aufnahme. Das lade ich, denke ich, mal als extra Part, Gruselpart hoch oder so. Naja. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.